Ja, Herr. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Und da sind Streikheulkämpfer echt praktisch. Was wünscht ihr? Ja, weil die A sehr erst richtig schnell in dem Teil zumindest sind, wenn ein Gegner in der Nähe ist, weil dann stürmen sie an. Endlich. Bewegt euch. Aber von der Kampfkraft her sind die wirklich gut. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Die Truppen des Schweins greifen an. Meine Steinlieferung, die könnte es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Mein Bogen ist euer. Das sind sehr viele Streitkämpfer. Feuer gefällig? Ah, diese Streitkolbenkämpfer. Ah, shit. Feuer gefällig? Feuer brauchen wir super dringend. Feuer gefällig? Feuer gefällig? Feuer gefällig? Die Steinbrüche haben sogar überlebt. Feuer gefällig? Was geht? Ich bin so gut wie tot. Hier hin. Wundert mich, dass unser Steinbruch überlebt hat. Das ist das Gute hier, damit wir. Wir haben hier einen natürlichen Schutz, so wie sie mit unserem Pech hier vorne. Wahnsinnig verlangsamt werden. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Achtung! Es werden Waffen benötigt, und Sire. Los! Waffen geschultert! Ihr Armbrustschützen bewegt euch jetzt hier runter, und zwar ZZ. Ja, die Streitkolbenkämpfer ziehe ich jetzt trotzdem runter. Jetzt baue ich die Pechfelder mal alle nach, die wir gebraucht haben. Hier war auch noch eins. Es ist halt auch so randommäßig, wie sich das Feuer hier mit dem Pech zumindest ausbreitet. Und den Rest des Pechs verkaufen wir. Hier ist der Marktplatz. Und kaufen uns Eisen. Viel Eisen. Ja, es werden Waffen benötigt, Sire. Bewegung! Na los! Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Befehle? Rücken aus! Unten. Ein weiter Weg! Zur Stelle! Übrigens, und hier kann man marsch. Noch nicht die Einheiten heilen. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Im nächsten Teil funktioniert es. Es funktioniert. Aber nur mit Mods. Und ich werde mit ein paar Mods spielen, ja. Aber das wird interessanter mit diesen Mods, weil die KI um Welten stärker ist. Und auch einige andere KIs sind. Können doch ein paar Sachen. Und auch ein paar Aktionen bringen, wo man sich dann denkt, wie hat das jetzt funktioniert? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Und selbst die Ratte kann nach und nach ein echt übler Gegner werden. Man muss ihr halt auch ein bisschen Zeit lassen. Und nur so, ich werde das Spiel genauso spielen, wie ich es hier jetzt halt spiele. Gemütlich.
Ich werde mir da auch bei der Mission Zeit lassen. Ich werde es nicht verhindern können, dass ich vielleicht den einen oder anderen rushen muss. Damit man eine Spur überlebt. Aber ich werde es versuchen, nicht unbedingt zu rushen. Ich kann es nicht immer versprechen, dass es funktioniert. Aber ich versuche mein Bestes, dass es funktioniert. Ja, warum baue ich jetzt Getreide an? Ich möchte ein bisschen Brot haben und verkaufen. Auch wenn ich gesagt habe, es rentiert sich. Man sollte eher auf Obst gehen. Ist gesünder, so gesehen. Und ihr seht die Produktivität, was die Apfelfarmen auch abgeben. Ja, Brot ist das Effektivste, was es hier gibt. Man kann sich auch die Mühe geben, Apfel und Käsereien zu machen. Ihr seht, jetzt habe ich die Käsereiproduktion doch ein bisschen erhöht und Apfelproduktion minimal. Und wir kriegen trotzdem noch genügend Äpfel rein. Vielleicht 1-2 Äpfel noch mehr und das reicht. Wir haben nicht genügend Holz, my lord. Okay. Diese Armbrustschützen gehen wir mal hier runter. Rücke aus! Dann brauchen wir die nächsten, die wir ausbilden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Sire! Vorwärts! Ich möchte aber erstmal hier die Verteidigung richtig aufstocken. Achtung! Waffen geschultert! Ja, es werden Rekruten benötigt, Sire. Was wünscht ihr? Aber ich denke, wir kriegen immer noch gut Harnische rein. Ja, Herr. Ja, wir kriegen auf jeden Fall mehr Harnische rein wie die Waffen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Was haben wir jetzt so an Stein? 23 von 400. Ja, diese Mission kann sich sehr stark jetzt ziehen. Außerdem, ich will hier eine Balliste noch haben, damit man, oder zumindest hier defensiv, damit wir hier eine kleine Verbindung machen. Dann haben wir hier hinten noch einen Turm. Oder wir machen es wirklich so, dass wir hier 1-2 Ballisten hinstellen, damit die Gegner hier außen oben müssen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil ich bin ein sehr starker Freund von Ballisten. Ja, es werden Waffen benötigt. Was gibt's? Bin zur Stelle. Ein weiter Weg. Übrigens, wenn die Meldung kommt, dass Truppen des Schweins gesichtet werden, zieht sich der Lord automatisch zum Burgfried zurück. Achtung! Bereit, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Was ich auch mal an dieser Stelle fragen könnte, weil man kann ja mit diesen Mod, in Bewegung, die ich sozusagen verwende, auch die Farbe ändern. Ich spiele übrigens bei Crusader momentan mit Hellblau. Wollt ihr, dass ich irgendwie, wenn wir das anfangen, auch andere Farben nehme? Bei der, wenn man so gesehen das sieht, ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm, auch andere Farben zu nehmen. Vom Rot möchte ich abweichen, weil mit Rot, ich habe gegen die Farbe Rot generell nichts. Aber in diesem Spiel ist für mich Rot, vor allem in Crusader, eine schlimme Farbe, da ich die von anderen Farben nicht unbedingt unterscheiden kann. Achtung! Zur Stelle! Darum, wie gesagt, und seht mir nach, wenn marsch, ich es nicht mit der Originalfarbe Rot spiele. Weil mit dem Hellblau habe ich mich schon recht gut angefreundet. Mit dem Blau hier gern, können wir auch gern spielen. Die Farbe Schwarz auch, Gelb wird auch gehen. Und die Gelb ist aber so eine kleine kritische Farbe. Ich erkenne es, aber
Man muss halt sehr viel auf hier auf der Minimap schauen, so direkt. Eine Botschaft des Schweins. Vielen Farben sind dann die Männer des Schweins kennen nur eins, den Sieg. Und bald sind sie da. Auf ins Getümmel. Schöne Ansage vom Schwein. Aber der könnte gerne zu Hause bleiben. Von mir aus. Holz. Brauchen wir noch mal zwei. Die Truppen des Schweins greifen an. Wir stocken jetzt auf 100 auf. Bauen noch ein paar Käse rein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Hier haben wir mein unseren Herr? Anzündtrupp. Feuer gefällig? Das finde ich hat schon mal sehr gut funktioniert. Feuer gefällig? Feuer gefällig? Das sollten wir nicht unbedingt weit kommen. Feuer gefällig? Und los! Feuer gefällig? Das war das Gefängnis. Feuer gefällig? Ah, das ist da hinten. Die Flamme so hingehauen, aber das hier vorne, das hat jetzt etwas. Das funktioniert auch mit den zwei Korbenchen verliert. Und die restlichen werden von den Armbrustschützen abgefangen. Der Feind ist bezwungen. Ich mag Pech in diesem Spiel. Vor allem, wenn man es selber hat und wenn man gegen andere KIs kämpft, sozusagen, die auch Pech einsetzen, das ist dann ein bisschen lästig, aber es soll ja einen guten Ausgleich geben. KI soll es ja auch einsetzen. Ich finde, das könnten vielleicht wir benötigen die Pech. Andere KI ein bisschen mehr einsetzen. Jetzt machen wir mal unseren vorgesehenen Plan. Hier machen wir mal ein... Soll ich es noch so schauen? Machen wir mal so. Und hier kommt mir jetzt halt mal... So der Turm hin. Sire, vorwärts! Ja, ich ziehe das Spiel damit ein bisschen in die Länge, aber ich möchte halt ein bisschen auch auf Sicherheit spielen. Machen wir mal ein paar mehr. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und dann können wir eigentlich mit der Eisenproduktion anfangen. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Waffen geschultert! Im Laufschritt! Euer Gnade! Belagerungsgeräte bemannt! Übrigens in Stronghold Cross Elder werdet Stelle. Ihr bei es mir nicht Rekuten so viele Armbrustschützen sein. Eure Befehle? Ihr werdet sie schon außer ich gehe direkt auf Armbrustschützen und verzichte auf Pech. Hier ist es halt bereit, Overkill mit dem Pech als auch mit den Armbrustschützen. Es ist wirklich reinstes Overkill. Könnten wir eigentlich mit der... Könnten dann auch bin anfangen, zur Stelle.
Es werden Rekruten benötigt sein. Die schwarzen Mönche sind bereit. Rücken aus! Von den Armbrüsten ein bisschen wegzugehen. Oder hier noch ein paar hinzustellen. Dann die restlichen verkaufen. Wir benötigen Holz. Wir gehen eindeutig über 100 mit der Bevölkerung. Nochmal zwei. Und das mehr werden wir jetzt auch nicht mehr machen. Und dann heißt es eigentlich ja, abwarten. Herr. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. Unsere ganzen Bewegt Sachen euch. Jetzt und manchmal hilft nur Muskelkraft. 400 Stein. Und das ist eigentlich alles, was man in der Mission dann macht. Es wird Waffen benötigt, was wünscht ihr? Rücke aus! Hier stellen wir halt, wie gesagt, noch den letzten Turm hin. Vielleicht machen wir hier gar keine weitere Verteidigung. Weil ich denke... Zur Stelle! So viele Armbrustschützen sollten reichen. Holen wir uns noch ein bisschen Holz. Damit wir zumindest... Ich möchte mindestens schon 4 haben. Und auf jede Eisenmine gehen ja 2 Leute. Die habe ich jetzt sehr schlecht platziert. Machen wir gleich hier 2 mehr. Bin zur Stelle! Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, endlich! Vorwärts! Rücke aus! Hier ja. Gehen auch schon mal hier runter. Sind auf dem Weg! Schauen wir mal, dass wir so viele wie möglich Bogenschützen bereit! Töten können, ein weiter Weg! So verbrauchen. Weil ihr habt gesehen, wir haben gerade alles Pech benötigt, um nur die Armee abzuhalten. Aber wir kommen ja immer wir benötigen rein. Steine! Die Truppen des Schweins greifen an. Können wir mal ein bisschen Brot verkaufen. Ja, Herr. Es werden Brot Waffen benötigt sein. Das macht, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Bewegung! Na los! Ihr seid der ja, sozusagen Verteidigungstrupp. Auf ins Getümmel! Mein Bogen ist Feuer, gefällig? Das passiert übrigens öfter, dass die diese Steinvorräte bekommen. Mein Herr? Vor allem bei den Angriffen. Aber Feuer gefällig? Ist gar nicht mal so. Feuer gefällig? Ja, die gehen gut runter. Und die haben halt eine direkte Schussbahn jetzt an der Einheit. Und dafür, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht anzünden. Die Burg hat standgehalten. Und schlimmer bin werden jetzt die Angriffe es gar nicht Waffen mehr. Benötigt, eure Befehle? Ein weiter Weg. So, hier runter. Ja, die Streitkundenkämpfer kann auch mit runter. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Rücke aus! Jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten. Bauen wir den... Nee. Ansonsten dauert das wirklich sehr lang. Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle. Vielleicht noch eine Frage mal an euch. In Bewegung. Auf was setzt ihr eigentlich mehr in Stronghold, so gesehen im ersten und Crusader? Geht ihr mehr auf Bogenschützen oder Armbrustschützen?
Das würde mich auch mal interessieren, weil jeder hat so seinen eigenen Spielstil.